Hallo und willkommen zu meinem zweiten Part meines neuen Projektes, dem Let's Cast. Hier ist Ferrari 512 und ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt und dabei seid. Während ich hier eins der Spiele caste, die ihr mir zugeschickt habt. Ich muss gucken, ich habe mehrere zugeschickt bekommen. Ja, ich glaube, das hier war's. Ja, das hier von Razer. Dieses Match habe ich von Speedfight34 zugeschickt bekommen. Ich hoffe, so war sein Name. Speedfight34. Und er spielt, ja, also der YouTube-User Speed Fight 3Full hat mir dieses Let's Play, dieses Video, dieses Match zugeschickt. Hier ist er der Zerg-Spieler, der Razer. Und dann erwarten wir mal hoffentlich ein spannendes Match. Man typischerweise hier erstmal natürlich die Drohnen bauen. Der Overlord wird zum Scouten geschickt und der Gegner baut auch tüchtig BBFs. Und dann beschleunigen wir das Ganze mal etwas. Ah gut, hier hat er den Extraktor gesetzt, um die Bevölkerung zu pushen. Ja. Und wir können hier mal gucken, was, wie es so in der Produktion aussieht. Ja, man sieht drei Drohnen. Und hier bekommt der Terraner schon mit der Barrack und Versorgungsdepot bei Terraner ganz normaler Start. Und bei dem Zerg-Spieler wird eben erstmal sehr viele Drohnen gepusht, aber der Brutschleimpool befindet sich auch schon im Bau. So, dann bei 15 Supply vielleicht etwas spät, oder geht die Drohne scouten, aber der WBF geht auch scouten. Hier ist zugebaut, die Kommandozentrale ist schon im Bau, Raffinerie ist da. Und man sieht, hier ist die Königin im Bau. Der zweite Brutstätte. Wie viele sind denn hier? So, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt wieder ein bisschen zurück auf die Geschwindigkeit und sehen uns auch mal das Einkommen an. So, das Einkommen beim Zerg-Spieler ist, wenn man mal hier sieht, etwas weniger. Also beim Razer. Aber er kann hat jetzt auch die Königin, um zu pushen und hier die zweite Base. Während der Gegner hier schon drei Marines hat. Die Fabrik kommt, die zweite Raffinerie und weiter hier tüchtig BBFs gebaut werden. Hier vorne kommt der Reaktor. Oh, Reaktor. Ja, es ist der Reaktor. Das bedeutet wohl, da wird auch Space Marines gepumpt werden. Und hier weiter schön tüchtig Drohnen. Und an der zweiten Base befinden sich noch gar keine Drohnen. Aber man sieht hier, Razer holt etwas auf, auch wenn er sich vielleicht, wir können nochmal auf die Produktion gucken. Ja, es sind auch fünf Drohnen im Bau, da wird tüchtig nachgesetzt von Razer. Aber ich sehe noch nicht so ganz. Okay, hier hat er paar zwei Zerglinge. Aber ja. Hier kann man mal die Mineralien vergleichen. Aber okay. Hier sind die Zerglinge, aber ich sehe noch nicht ganz, welche Taktik Razer verfolgen wird. Hier sind jetzt erstmal Drohnen dran. Jetzt hat Razer wirklich mit Sammlern aufgeholt hier. Das sieht man auch im Einkommen, im Income. Hier ist die Fabrik mit dem Reaktor. Ach, das war eine Fabrik. Ja, da, ach, oder hat er die getauscht? Egal. Hier kommen Helions. Sehr effektiv gegen Zerglinge. Hier eine Barrack. Hier kommt eine zweite Kommandozentrale. Okay, die wird er dann wohl irgendwo hinfliegen. Und beim Terraner-Spieler sieht es eigentlich ganz gut aus. Und der Zerg-Spieler pusht jetzt, also Razer pusht jetzt auch schon mit Extraktoren Gas. Wobei man auch sagen kann, hier, Razer hat sehr viele Minerals, aber der setzt hier auch gerade alles auf Drohnen. Der hat wirklich alles im Bau, was er nur machen kann, aber er könnte jetzt ruhig mal jetzt mal das Upgrade zur. Ah, er macht jetzt das Upgrade, wo ich vom Teufel spreche. Macht ihr hier das Upgrade, aber das Upgrade hätte auch früher kommen können. Auf jeden Fall hätte es auch früher kommen können. Oh,
Da kommt es zum ersten Gefecht. Hedions pushen. Hedion push und der räumt hier auf. Gibt nur die Königin zur Abwehr. Razor kann es zwar abwehren, aber wir können uns jetzt direkt mal angucken. Da ist jetzt... Naja, auf der getöteten Arbeiterseite ist auf jeden Fall Garyushi im sieht auf jeden Fall besser aus, aber man kann jetzt nicht sagen, dass man schon sagen kann, er hat gewonnen oder sowas. So, dann würde ich mal sagen, machen wir das hier mal weg und gehen nochmal hier auf ja, die Produktion. Und sehen hier, hier kommt ein Stachelkrabbler und das Level 1 Upgrade für Bodenpanzerung, aber hier der Terraner, der rüstet ja richtig auf. Hier kommen Belagerungspanzer und hier die Upgrades, wird alles aufgetaggt. Im Moment würde ich sagen, sieht es für den Terraner ein bisschen besser aus. Hier steht alles voller WBFs. Wobei der, der Razor jetzt auch schön ein sehr gutes Income hat, so viele Thronen wie der hier hat, aber. Und er baut auch erstmal weiter nur Thronen. Eine Army fehlt gänzlich. Erstmal nur ein Income pushen, nur Income. Um dann eben sehr hohe Anzahl an, ein hohes Income eben zu haben, um dann eben später wirklich gut, eine gute Verteidigung zu haben. Und was kommt hier? Jetzt kommen Särklinge. Während der gessen hier Gegner hier, man sieht's. Man kann hier nochmal, Einheiten gucken. Da sieht man's. 16 Space Marines sind's mittlerweile. Ein Belagerungspanzer gegen 12 Särklinge und vielleicht 2 Königin, wenn man das als Einheiten. Aber sieht man 48 Thronen gegen 34. Also den Income-Vorteil hat Razer auf jeden Fall. Militärisch sieht es noch nicht ganz so gut aus, aber da kann sich ja wohl noch etwas entwickeln. So, dann gehen wir nochmal hier auf. Oh, Berstling-Kokon. Das ist ein äußerst kluger Schachzug, denn wie man hier sehen kann, 18 Space Marines, wie es aussieht. Der Gegner, hier ist auch ein Reaktor, wird auf Space Marines pushen. Und wenn man sich mal das überlegt, was kann man als allerbestes als Särkspieler gegen Space Marines machen? Ja, man kann auf Berstlinge gehen. Und genau das scheint Razer zu wissen. Er hat es wahrscheinlich auch gut erscoutet. Und jetzt macht er es auch klug. Und hier kommen überall Tags für Space Marines. Weitere Space Marines im Bau. Und hier kommt Bodenpanzerung. Weitere Särklinge in Produktion. Wir können ja gerade beim Brutschleimpool gucken. Wo ist denn der Brutschleim? Die Adrenalindrüsen wurden noch nicht erforscht, aber da kommt jetzt ein... Oh ja, 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 ja. Da sieht man ganz klar, Razer versucht es mit der Berstlingsschiene. Wenn man sich hier die Armee anguckt, besteht fast nur Space Marines und den Belagerungspanzern. Das bedeutet, Razer hat bisher eigentlich die perfekte Abwehr gegen so eine Space Marine überhand. So, hier die Space Marines, wenn die angreifen, kann man locker mit hier diesen paar Berstlingen raushauen. Und da kam Särkling, um zu scouten. Und seht es euch an. Hier so die Berstlinge, die zertrümmern hier die ganze Army. Hier alles futsch. Hier war zwar hinten noch viel, aber durch das starke Income, hier sieht wie viele Mineralien der hat. Er könnte jetzt ruhig mal als Razer hier eine dritte Brutstätte bauen, um einfach mehr Einheiten. Ach, da kommt hier die dritte Brutstätte zu bauen. Denn hier werden wahrscheinlich weiter, ja. Ach, jetzt Mutalisten. Genau das Richtige gegen eine, gegen so ein Spiel hier. Space Marines und Belagerungspanzer. Kann man gut Mutalisten und dazu auch noch, Moment mal kurz. So, da bin ich jetzt auch wieder und zurück zum Spiel, würde ich mal sagen. So. Mal sehen. Hier hat jetzt Razer reichlich Mutalisken angesammelt. Währenddessen hier der liebe Garyushi weiter auf Space Marines pumpt. Weiter Space Marines pumpt. Man sieht es hier auch in der Versorgung. 4 Space Marines bauen weiter. Tags für Space Marines.
Ist auch Medivacs, aber hier die Eingraben-Technologie, 12 weitere Säerklinge. Also hier sieht man, hier wird ganz klar mit verschiedenen Tags gearbeitet und hier kommt jetzt die weitere Barracks. Also man sieht hier, da kommt ganz klar eine Space Marines Armee, unterstützt mit Belagerungspanzern. Und hier Mutalisken, perfekt zum Stören und dann zum Ausschalten der Belagerungspanzer. Und hier wieder ein Haufen Särklinge, aufgetürmt mit Berstlingen. Und man sieht hier noch eine weitere Brutstätte. Hier Razor quillt fast über vor Income. Dadurch, dass er am Anfang so viele Drohnen gepusht hat, so viele Drohnen gebaut hat. Hier kommen jetzt weitere Extraktoren, wie man sehen kann. Und hier wird weiter auf Särklinge, weiter auf Berstlinge gepusht. Das Beste, was man gegen so eine Army hier machen kann. Da arbeitet Razor wirklich perfekt. Hier könnte man mal wieder mit der Königin drauf pushen. Hier könnten, okay, das, okay, hier könnte man auch mal wieder drauf pushen, bisschen, vielleicht bisschen Micromanagement, Überarbeitungs, ja, fähig für Razer, aber sonst sieht's sehr gut aus, hier die Armeeaufstellung. Sind jetzt die Mutalisken hin? Mutalisken. Ach ja, und er macht genau das, aber hier hat der Gegner schon vorgesorgt. Ja. Da kommt, kann er mit den Mutalisken nicht stören. Aber er weiß trotzdem genau, so eine Space Marine Armee kann man leicht mit. Hier, man sieht's. Erstling ausnocken. Hier kommen wieder weitere Mutalisken. Was ist hier weiter im Bau? Und großer Schössling. Ach, da können dann ja. Berstlingslisten wurden auch die Upgrades erforscht. Verseuchergrube. Da ist ja der Schössling. Und dann kommen hier, Brutlord. Und die kann man dann zu, kann man dann auch weiter upgraden. Die Schänder kann man dann nämlich upgraden zu Brutlords. Und hier die Mutalisken, die Säglingsarmee. Das sieht zwar nicht nach viel aus, aber das hier kann sehr gut so eine Army ausschalten. Sehr gut sogar. Ich würde zwar vielleicht noch ein paar bisschen mehr. Ach gut, hier kommen jetzt auch die Schänder. Werden die dann auch gleich zu Brutlords upgraded? Sehr wahrscheinlich sogar. Wie viele, das sind hier schon sehr viele Berstlinge, paar mehr, aber es reicht eigentlich völlig aus, es kommt nicht weiter. Bodenpanzerung wird weiter getaggt, Verseucher, weitere Särklinge und der Terraner Gariushi taggt weiter auf seine Space Marines. Aber vielleicht ahnt er ja, er kann wahrscheinlich nicht mal ahnen, dass diese ganze Space Marine Armee ja zunichte gehen wird. Weil einfach da auf. Und man sieht's. Habt ihr es gesehen? Ich zeig's euch. Also, ihr habt's ja wahrscheinlich gesehen. Ich zeig's euch nochmal kurz. Bisschen zurück. Hier sieht man die ganze Space Marines Armee. Hier. Das sind. Boah, das sind über 40 Space Marines. Und hier diese paar Berstlinge. Ja. Die kommen und. Alle tot. Alle tot. Und was macht der Garryushi-Spieler, der Terraner? Er taggt Mai, er macht. Ich verstehe nicht, warum setzt man dann weiter auf Space Marines? Ich verstehe es nicht so ganz. Ich beschleunige das jetzt erstmal, da jetzt wohl nicht mehr so viel passiert. Hier wird weiter getaggt. Weiter Einheiten gebaut, 30 Säglinge im Bau. Und dann beschleunige ich das Ganze jetzt erstmal. Hier wird weiter auf Kasernen getaggt. Wahrscheinlich sollen hier noch mehr kommen. Und jetzt kommt der Angriff. Und dem hat der liebe Gariushi nichts entgegenzusetzen. Hier sammeln sich Säglinge, wieder viele Berstlinge, Mutalisken, Shen-Verseucher und Brutlords. Gegen so eine Army kann der Terraner-Spieler nicht ankommen, wenn er nur auf Space Marines gesetzt hat. Und man sieht hier wieder eine Barrack nach der anderen. Das sollen wahrscheinlich alle Space Marine Produktionsstätten kommen. Aber man sieht, paar Berstlinge und Space Marines gehen den Bach runter. Da bringt selbst hier Level 3 Upgrade und Level 3 Upgrade. Da bringt selbst sämtliche Level 3 Upgrades nichts, wenn der Zerg-Spieler auf Berstlinge getaggt hat und die auch gekonnt einsetzt. Da kommt jetzt der Angriff von Razor. Und hier kommen, und da sieht man's, die Space Marines gehen den Bach runter. Belagerungspanzer werden von den Mutalisken und Brutlords schnell zerstört.
Langsam geht hier alles den Bach runter. Man sieht, in der Produktion kommen hier noch Zergling nach. Und da kommt das GG von Gariyoshi. Und das war's dann jetzt auch. Und man sieht hier, Razer hat alias Speedfight Threefall hat hier gekonnt, den Terraner ausgekontert, indem er auf Berstlinge, eine gute Mischung aus Zergling, Berstling und guten Lufteinheiten wie Mutalisten und Brutlords gesetzt hat. Und der Terraner, der liebe Gariyoshi, hat genau das Falsche eigentlich gemacht, ist eben auf Space Marines gegangen, gegen so eine Army. Ich weiß nicht, ob das jetzt Glück von Razers Seite war, dass er das hier so, dass er wusste, dass der Gegner so stark auf Space Marines setzt, oder dass er scoutet hatte. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube eher, dass es er scoutet hatte oder auch geahnt hat. Und lieber Gariyoshi, das war dann wohl doch nicht so ganz was. Ja, das war jetzt ein weiteres Let's Cast von mir. Schickt mir ruhig weitere Let's Cast an Ferrari5102.starcraft2-replays@gmx.de. Ich verlinke es nochmal in die Beschreibung, alles Mögliche, und ja, bis dann und zum nächsten Mal.